Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Lukas für euch von den Hühnerdieben zusammen mit Mauro und einer Runde Dota. Hi! Bin krank. Ja, und außerdem hast du eine Erkältung. Ja, wir haben uns hier schon mit den Picks quasi ins Abseits befördert. Ein richtiges Board gepickt, Doppel Jungle. Vielleicht kann Nature's Prophet die High Ground Jungle machen. 30 seconds to battle. Nature's Prophet, maybe you go for a High Ground Jungle. Jungle in there. I found a jungle bridge, please. Victory assured. Again, please. Strategically, this one's in the bag. What? I think player commander is off in top. Is good. Okay. You hold top, yeah, yeah. Need to profit. Yeah, das ist hier First Blood, denke ich. Und hier uns das Second? Nein. Das wird nichts, denke ich. Oh doch, er will noch. Komm zurück, das reicht schon. Ja, das erste Blut wird hier vergossen von unserer Seite. Oh, und ich stehe gegen eine Windranger in der Mitte. Schade, ich habe eigentlich auf den Zeus gehofft, aber ist natürlich auch okay. Oh, zum Kotzen, wie ich hier denied werde. Ich passe ich einfach nicht auf. Aber ich spiele ja auch gerade nicht besonders gut. Na komm, nehme ich mir das W mal für die ein bisschen mehr Damage. Komm, 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 komm. Oh, scheiße. Weiß nicht, ob ich hier mir eine Bottle bauen möchte. Eigentlich ist eine Bottle fast obligatorisch, aber. Bisschen hier sagen, hallo. Bisschen Lane-Dominanz aufbauen. Hallo. Dann jetzt auch hier mit Corrosive Skin, ein bisschen stänkern. Oh, wie er hier den Last Hit verpasst. Und zack. Bisschen hier weiter Lane-Dominanz. Was ich eigentlich ganz witzig finde, ist Arcane Boots auf der Viper. Vielleicht ist das mal eine Sache. Dann baust du Wild Array? Genau, das wäre dann die Idee, Guardian Griefs zu machen. Bei einem Team, wo wenig Support dabei ist, vielleicht gar nicht so schlecht. Hier wieder die Last Hits gemisst. Oh Gott, jetzt muss ich hier mich aber mal zusammenreißen. Ich check mal die Top-Rune. Oh, erstmal hier. Ja. Ja, das werde ich mal, dem werde ich eine Chance geben. Habe ich leider nicht gekriegt und den Deny auch nicht. Okay, da stirbt der Gegner-Carry, das freut einen immer natürlich. Die Space Cow geht auch noch down. Ja, das tut weh, Windranger, ne? Dann würde ich einfach gucken, dass ich vielleicht im Late Game
dass ich eher so ein bisschen Tank baue und dann vielleicht im Late Game noch ein MKB oder so vielleicht einbaue. Muss hier trotzdem auf die Gangs achten. Eventuell, dass hier die Space Cow dann das bestraft, wenn ich zu weit vorne stehe. Ich glaube, damit gehe ich einfach mal ganken. Bin zwar noch nicht Level 6, aber. Ein bisschen Treiber. Und du bist allein. Jetzt was hier völlig versagt, aber gut. Nichts draus passiert. Also easy und zurückziehen. Leider die Rune ein bisschen gewastet, aber. Your top tower is under attack. So, dann mache ich hier als nächstes Item das Mechanism. Ah, das tut schon weh, so einen Powershot auch. Ich call die mal Missing. Windranger ist missing. Weiß ich nicht, ob die nur sich kurz zurückgezogen hat oder so. Oder war ja auch relativ low. Oder ob sie jetzt ganken ist. Kann ich jetzt. Ah, ne, sie ist hier. Okay, da bratzt die Nature's Prophet Ult rein. Ah, ich hätte mir einen TP bringen lassen sollen. Also der sollte sich nicht an mich ranwagen, also. Ja, weiß ich nicht, ob das so cool ist, dass ich jetzt hier farme, im Prinzip. Wir haben den Kampf geblockt mit unserer Wahl. Gewinne? Ja. Ja, das, da muss man jetzt aber schon besonders dämlich sich anstellen, seitdem es hier dieses System gibt, wo auch solche Sachen eingezeigt werden, wie die Spawnfelder von den Camps irgendwie. Aber trotzdem, ich habe das blockiert. Ja, wir haben auch immer noch keinen Flying Courier, also. Aber gut, das war ja zu erwarten ohne einen richtigen Support. Obwohl hier, wie gesagt, der High Ground Ward kommt, das ist nice eigentlich. Oh, da oben wird gefightet. Kann ich den Last Hit bekommen? Nicht wirklich. Ah! Schade. Oh. Immer noch Walking Courier, das ist. Los! Top Lane hat auch scheinbar gekillt. Der kloppe ich mich jetzt erstmal nicht. Zeus ist hier auch in der Mitte. Three people mid. Ah, oder wir gehen da auch jetzt mit einer Partytruppe hin. Können wir da auch was machen? Also.
Ich weiß ja nicht. Hier, Mao kriegt mal eine Runde Mana. Ja, das ist doch eine gute Idee mit dem. Vielleicht mit dem. Das war ganz nice, dass so viele Leute mich auch. Yo, Prophet. Yo. This is mid lane, not jungle. Und natürlich verpasse ich sofort auch für so dumme Kommentare alle Last Hits. Aber ich hab's auch verdient. Ich hab's nicht anders verdient. Scheint hier immer noch die ganze Truppe zu sein. Aber ich glaube, der Zeus weiß auch nicht so richtig, auf was er sich hier einlässt, wenn er mich hier so. Wenn er hier so cocky steht. Mit braunen Boots und Bottle. Stirbt den 3 Hits, sag ich dir. Oh, das ist der da. Da hätte ich rangehen müssen. Komm ich da noch ran? Nee. Ich hab hier Level 4 Corrosive Skin, Buddy. Brauchst dir keine Sorgen machen. Spiritbreaker Invis Missing. Kehr. 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 Ja, ich dachte, vielleicht kriege ich noch einen Hit raus oder so. Oh. Schade. My friend, I said missing. Ja, relax. Nicht aufgeben. Lex. Perform jungle 10 minutes. Your middle tower is under attack. What? Was hat er gesagt? Er farmt jetzt 3 Minuten oder er will 3 Minuten farmen? Ich weiß es nicht. Verstanden. Jungle 10 minutes. 10 minutes. Ja. Ja, ja, ja. Jetzt als next item. Weiß ich nicht, ob ich direkt die Grief spawnen soll. Scheiße, es tut mir weh. Vielleicht gehe ich eher in Richtung. Manta oder. Elbiage. Ich habe keinen TP dabei, wie ein echter Noob halt. Na, dann pushe ich die Midlane, das passt ja dann. Oder ich mache direkt die Griefs fertig. Das hat natürlich auch was für sich. The enemy's middle tower has fallen. The battle. Okay. I fly. Ich glaube, die Griefs werden es direkt. Da hat er absolut recht. TP ist super Pflicht. Oh,
Wie viele Duelle hast du schon? Eins. Willst du hier vielleicht mal in der Mitte probieren? Ja, die missen alle. Ist ein bisschen komisch. Die werden sicher den Jungle gerade abfarmen. Oder auf der Botlane. Natürlich habe ich aus Versehen meinen Mecha gerade gedrückt. Das ist doch nicht der echte, oder? Doch, das ist der echte. Oh mein Gott! Was ist denn da los? Da können wir weitergehen. Ja, also das sieht ja bisher ganz gut aus, das Spiel jetzt. Hier schön auf alle den Quatsch drauf knallen. Der ist nicht so tanky, den können wir noch, denke ich mal. Oh, Zander ganz vergessen natürlich. Aber allgemein lohnt sich das, glaube ich. So, jetzt sind wir Tankhelm. Vielleicht jetzt das MKB schon? Haben wir zwei Shadowblade. Aber gut. Oh. Oh, da hier. Lina hat ziemlich abgestoppt, die letzten Fight, wie es aussieht. Ja, gut, wir haben hier Tower geholt, wir haben Kills gesnackt, wir haben unser Item fertig. Läuft. Ja, Mauro, ich bin für eine Schandtat bereit. Also, wenn du irgendwo Gangs suchst, nach oben gehen Fights ab. Mal sehen, ob wir da noch rechtzeitig hinkommen. Sehen, ob hier jemand accepted werden kann. Der wird gleich rauschargen. Ich weiß nicht. Silence war zu früh. Jetzt, so konnte er das Thunder noch rausholen. Mal sehen, ob hier jetzt noch die Lina wieder abstaubt. Na, da hätte er wirklich ja... Also er ist tot, da hätte er den rausdrücken können, sein Ulti. Naja, da kriegt er jetzt keinen Kill mehr. Furm. Ja, dann formen wir mal. Ich weiß nicht, ob Formen so eine gute Idee ist gegen dieses Lineup. Gut, wir haben den Slug. Ja, doch. Nature's Prophet saved the silence until the last moment for the Terrorblade, so he doesn't thunders. Yes, okay.
Oder ich baue halt wirklich hier lieber in Richtung Dings, weil hier hell wird. Ja, man muss schon sagen, ich bin zwar tanky, aber ich glaube, die Right-Clicks sind das, was hier Schaden macht. Das noch irgendwie ausbauen, denn ich hatte ja gesagt, ich will in Richtung Tank gehen. Dann versuche ich das auch mal umzusetzen jetzt, was ich mir hier selber auferlegt habe, und baue doch lieber hier das Helmwirt. Vielleicht fange ich sogar direkt mit dem Talisman an. Was sagst du dazu, Mauro? Was itemtechnisch, welche Richtung ich gehen sollte? Oh, ich weiß ja nicht. Weil ich weiß ja nicht, was du da auch jetzt. Ich hab nicht gesehen, ob du schnell tot bist oder vielleicht mehr Schaden. Weil mein Ziel ist es halt, tankig zu bauen. Und ich glaube, ich werde eine Helbiert jetzt bauen. Komm ich zu spät. Ah, der wird wieder rauskommen einfach. Da fehlt uns leider der Disable ein bisschen. Obwohl, vielleicht sitzt der Stun jetzt, das wäre wichtig, ja? Ja, nice, auch der Silence, sehr gut. Nice job. Good job, ja. Okay. Und hier gleich der Gank wieder angesagt. Auch noch Cooldown auf Ultimate. Ja, und hier ist jetzt eine. Na komm, geben wir hier die Ulti. Machen wir noch das. Damit die hier nicht auf komische Gedanken kommen und denken, sie könnten ja gegen uns fighten. Ja, und der Slug geht hier auf einen Skadi, wie es aussieht. Das finde ich eine so gute Entscheidung. Mauro hat auch hier schon das erweiterte Shadowblade des Silver Edge fertig. Das wird auch auf jeden Fall nützlich sein. Da habe ich leider das nicht ready gehabt. Das Mechanism. Ja, da komme ich nicht mehr raus. Aber vielleicht habe ich damit einen Teil vom Team noch gesaved. Mit dem Ulti. Ja, schade, dass der Slark halt so unvorsichtig da war, mit Low HP rumzurennen und dann halt einfach weggebasht wird. Ja, Mauro wird jetzt, denke ich mal, als nächstes auf einen Maelstrom gehen. Das finde ich ist eine sehr gute Idee. Ich mag nicht Maelstrom mit. Aber gegen das Team mit den Illusionen und mit dem. Achso, MKB, ja. Oder Tank. Das ist, was ich mache mit den welchen. Blade Mail ist natürlich auch sehr stark gegen das Team. Ja. Also eigentlich. Finde ich auf einem Legion immer ein Blade Mail. Ja, du hast recht. Ich mache das auch immer, aber. Ja, nächstes Mal. Den nächsten. Ich tippe da vorne rennen, dreist wie ich bin. Hol mir hier den Last Hit von dem Chantress Creep. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und da geht der Mauro rein, da muss ich natürlich jetzt. Ich tue so, als würde ich hier farmen. La 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 la. Ich farme hier. Die haben sich verknispert, wie es aussieht. Oh. Ich habe Sentry. Ja, sieht so aus, als würden die eine Menge Jungle Farming machen.
scheinen wieder eine ganze Menge von den Jungs und Mädels Mitte zu sein. Ja, das könnte ein gutes Smoke sein. Hier ist der Terrorblade vielleicht. Das ist das Original, ja. Der Original ist dabei. Sehr gut gemacht. Ich gehe da jetzt von hinten ganz dreist ran. Ah, da hoffe ich natürlich auch noch ein bisschen mehr Backup, muss ich sagen. Aber ich TP da jetzt auch raus. Ja, der ist stark, der Junge. Ich nehme jetzt auch gleich mal. Ups. Obwohl, den kann ich auch mitnehmen. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ich habe aus Versehen gerade mein Item verkauft. Okay, das hat jetzt gerade niemand gesehen. Ich wollte eigentlich den gekauften Smoke wieder verchecken. Dadurch habe ich jetzt meinen Sunch noch nicht. Also 600 Gold gerade mal mindestens in der Toilette runtergespült. Weiß nicht, scheinbar haben die hier vielleicht irgendwie Vision. Oh, Mauro, hast du bemerkt, was mir passiert ist? Ah. Hast du das falsch gekauft? Ne, ich habe meinen Sunch verkauft. Ich wollte eigentlich den Smoke wieder verkaufen. Ah. Scheiße. Ja. Etwas spät, dass ich da in TP, also eigentlich ziemlich nutzlos. Vielleicht können wir Rush machen. Let's smoke and rush, maybe? Come smoke, mate. Nature's prophet. Gott, na gut, da müssen wir fighten, glaube ich. Jetzt kriegen wir auch den Roshan free. Ja, da wollte er die Treant spawnen, ist aber... Wurde aber von der Lina mit der Lightstrike zerstört. Jetzt können wir uns hier entspannt den Mittor wahrscheinlich snacken. Ich muss ja sagen, ich hätte das Aegis eventuell sogar an den Slark gegeben. Slark macht nichts. Hat aber gerade sein Dings-Item auch gekriegt, ne? Geht auch der Mauro sehr aggressiv rein, wie sich das gehört. Ist gut. Oh scheiße, ich konnte sie zuerst. Nice. So ist einmal schlagen. Wegen die Silverage. Tja, hat ja trotzdem geklappt. Zum Glück. Ach, wir sollten den Top Tower nehmen. Jetzt einfach hier die äußeren Tower nehmen. Hier vielleicht nochmal einen aggressiven Ward stellen und dann den ihren Dschungelfarm verbieten quasi und dann ist es gut.
Einen Halbling, Halbling. The enemy's top tower has fallen. Into a rage. I think we shouldn't go high ground, right? Yeah. Or should we? I mean, we could. I glide on. On leathern wings. But now you're alone, Kekia. Spinning distance. Ja, weiß ich, warum hat der Slug da gefeedet? Das versteht man wirklich nicht. Hörst du, ja? Junge, Junge, die... Auf die hat man es jetzt aber abgesehen. Ja, der Slug ist, wird hier tatsächlich nicht benötigt, wie es aussieht. Oh, da tut er sich schon ziemlich weh. Habt Cooldown hier auf Dings, ne? Auf allem eigentlich. Du hast Dings, ja, das Aegis. Dafür zu retten, ja. Ja, und es dürften dann Perks sein, denke ich. Let's go, Bot. Ja. Ja, man sieht, der Slug ist hier wirklich schlecht unterwegs, ne? Also das, was der hier treibt, das ist eine Blamage. Der Buyback vom Prophet. Nein, weiß so nicht warum, aber ja, oh, wahrscheinlich auch nicht. Ansonsten, die Kills spiegeln eigentlich, würde ich sagen, nicht wieder, wie es aussieht. Also wir stehen, sind hier eindeutig vorne. Der Lina bin ich zufrieden, die macht einen guten Job. Der Prophet, bisschen verwirrt manchmal. Aber auch ganz nice, also hier die Entscheidung, ein Orchid zu bauen, nicht gut. Der Slurk halt ziemlich, ziemlich weak. Ja, danke. So kann man es auch sagen, ja. Kacke einfach nur. Hier der Basher vom Mauro. Habe ich natürlich nicht den Roche-Timer genommen. Das muss ich mir echt nochmal besser angewöhnen mit dem Roche-Timer. Bin ich einfach mal frech, renne hier mal hoch. Aber passiert ja nichts. Jetzt der Slug geht hier auf die... EWR. Ja.
Ja, ich werde jetzt ziemlich gefokust in den Fights. Krieg aber eigentlich immer mein Zeug rausgehauen. Jetzt stirbt die hier leider. Kann auch mit einem Stun vielleicht rausknallen sollen. Ja, nice. Das wird nicht reichen. Oh, haben sie scheinbar Vision. Ach so, mit dem Gem. Gem on the ground. Take the Botrex. And here's the courier. I'll take the Rex. And behind you, behind you. Oh, damn, Bash is unlucky. Yeah, go on the Rex. Go. Ah. Ja, das war nochmal wichtig für die gerade auf jeden Fall. Schade. Jetzt sterbe ich doch ziemlich schnell irgendwie in den Fights. Jetzt wünsche ich mir doch. Ich hätte doch noch ein bisschen tankiger gebaut. Eigentlich ist mir nur wichtig, hier die Creeps rauszukriegen, mein Ulti und die Windranger zu hellbieren. Das ist eigentlich so meine Priorität. Schaffe ich meistens auch, aber. Oh ja. Space created. Nicht. This will do nicely. Here's poison in your eye. Ich join mal lieber mein Team. So, meine Keys wieder umstellen, dass meine Elos auf 3 liegen. Okay, der Prophet hier, der haut schon Damage raus, muss man sagen. Das ist stark. Aber wir sollten da nicht chasen, das bringt ja nichts. Hier einfach nur schnell den. Der Buyback. Ah, go top. Go top, guys. Jetzt geht der aber auch baden. Und ich denke, jetzt können wir finishen hier. Ah, hier kriege ich nochmal den Presti Attack. Mal sehen, ob hier der Terrorblade noch fighten möchte. Ich glaube nicht. Hallo. Ja, GG. Es war ein schönes Spiel. Hab mich gefreut, Mauro. Nice Gangs hier am Start mit dem Duel gewesen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Yeah.